Die SPD sieht im fortschreitenden Klimawandel die mit Abstand größte Gefahr für gesellschaftliche Teilhabe, sozialen Aufstieg und Gerechtigkeit in unserem Land. Es zeichnet sich schon jetzt ab, dass die Klimakrise die Kluft zwischen Arm und Reich auch in Deutschland vergrößert. Wir bekennen uns zum Ziel der Klimaneutralität bis 2030 und globaler Gerechtigkeit in Verbindung mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimavertrags. Wir setzen uns ein für die Entwicklung einer öffentlich einsehbaren Klimaschutzstrategie mit verbindlichen Zwischenzielen in allen Sektoren. Die Linke. Für uns Grüne ist klar, dass die Zeit des Zögerns vorbei ist. Jetzt ist konsequentes Denken und Handeln gefragt. Die gute Nachricht ist, dass wir in Kassel viele Instrumente in der Hand haben, um unseren lokalen Beitrag gegen die Klimakrise und für die Artenvielfalt zu leisten. Wir setzen beim Umwelt- und Klimaschutz auf wissenschaftliche Expertise und nicht auf Angst, sowie auf Vernunft statt Einbildung. Unser Anspruch ist es, mit Augenmaß das Machbare umzusetzen und dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht zu gefährden. CDU. Der Klimawandel ist eine erwiesene Tatsache. Statt ihn zu relativieren, wie das populistische Gruppierungen versuchen, müssen wir saubere Energien weiter voranbringen und unterstützen hier auch die Industrie auf dem Weg hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Freie Wähler. Wir, Freie Demokraten, stehen für vernünftige Energie, die langfristig auf Atomkraft und Kohle, Öl und Gas verzichten kann. Dieses Ziel wird unser Land verändern und es muss sich so verändern, dass alle Menschen mit dieser Veränderung leben können.